Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. Und diese Woche hatten wir Gemeinderatssitzung im großen Sitzungssaal der Stadt. Da könnt ihr natürlich immer dabei sein. Und die Infos gibt es dann im Bürgerinfo auf unserer Homepage künzelsau.de. Und in dieser Woche haben wir beraten, nämlich zum einen über die große Baustelle am Stadteingang. Da haben wir die weiteren Planungsschritte vorgestellt und der Gemeinderat hat uns ermächtigt, dass wir da auch vorangehen können. Jetzt findet ja gerade die Altlastensanierung statt. Das heißt, all das, was nicht in der Erde sein soll, das kommt dann raus und danach geht es dann tatsächlich auch schon mit dem ersten Straßenbau los. Ihr könnt also interessiert dabei bleiben. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und der Gemeinderat hat auch in seiner Sitzung entschieden, dass er sich an der Kochertalbahn, das ist übrigens die alte Trasse, da läuft momentan noch ein Radweg entlang. Auch der Radweg soll künftig erhalten bleiben, aber läuft dann parallel zur Kochertalbahn. Ja, da ging es um die Reaktivierung und um die Entscheidung von Kupferzell und Waldenburg, die sich ja im Moment noch nicht an der Finanzierung beteiligen wollen. Und der Künzelsauer Gemeinderat hat gesagt, macht nichts, denn wir zahlen den restlichen Anteil, ca. 450.000 Euro. Der Kreis bringt dann auch noch mal so viel und dann kann die Vorplanung und standardisierte Bewertung erfolgen. Drücken wir uns mal die Daumen für die entscheidende Sitzung im Kreistag Anfang April. Dann sehen wir weiter und dann können wir hoffentlich dieses wichtige Projekt für unsere Stadt, aber nicht nur für unsere Stadt, sondern für unsere Region voranbringen. Und dann wollen wir schon mal Ausschau halten auf den 23. März. Da gibt es nicht nur eine Demo, wo wir uns für das Thema Demokratie einsetzen, wo ich auch sprechen werde, aber nicht alleine, sondern wir laden auch ein ins alte Rathaus. Da finden verschiedene Aktionen statt, zum Beispiel auch dieses Thema Manga zeichnen. Ich kann es nicht, ihr könnt es vielleicht, aber es ist nur ein Angebot für Teenager. Da zähle ich leider nicht mehr dazu. Und 6 Euro ist die Teilnahmegebühr. Um Anmeldung wird gebeten, damit man auch sich tatsächlich dann gut drauf konzentrieren kann. Und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ohne vorher noch darauf hinzuweisen, dass wir auch noch eine Einwohnerversammlung haben und die startet am nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Geht's los mit meinem Beitrag, glaube ich um 18 Uhr ist schon Saalöffnung und wir informieren euch dort über all die Projekte, die aktuell laufen, aber auch über die Projekte, die der Gemeinderat in seiner jetzigen Legislaturperiode voran angestoßen oder bereits schon umgesetzt hat. Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall, Anmeldung ist nicht erforderlich, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und mit diesen Informationen ist jetzt final Schluss. Vielen Dank, bis bald.